Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Temtem mit der lieben Sira Komori. Hallo! So. Ja, wir waren vor einer Woche ungefähr zuletzt hier am Aufnehmen. Und haben da, glaube ich, dieses, keine Ahnung, wie das Team heißt, ich habe das schon wieder vergessen, die erste Bekanntschaft damit gemacht. Lustigerweise müssen wir das so sagen, dieses Video, wenn das hier rauskommt, dann ist es schon länger als eine Woche her, wo wir zuletzt aufgenommen haben. Ja, wir hatten ziemlich viel aufgenommen. Gesamt 15 Folgen, glaube ich, waren das. Und es kommt ja immer nur alle 2 Tage. Das heißt, wir haben eigentlich für einen Monat schon aufgenommen. Aber wir haben einfach Bock, gelegentlich mal zu spielen und da scheiß drauf. Also von daher. Ist geil, ne? Ja, der Bruno. Ich hätte geil. Auch, was mir auch leider erst sehr spät eingefallen ist, als ich ihn benannt habe, anstatt einem normalen I einfach irgendwie so einen Böppel oben drüber zu nehmen. Das hätte vielleicht funktioniert. Ja. Doof. Oder hätte es anstatt Redick Redock machen müssen. Dann schon richtig, nur halt mit so einem Böppel. Ich bezweifle, dass die Böppel funktionieren, das ist das Problem. Das hätte man ausprobieren müssen, ne? Ja, muss er testen. Jupp. So, Bacht. Keine unautorisierte Einwohner. Wer zur Hölle bist du denn? Was tust du hier? Erkläre dich. Nimm das mal. Was? Welche? Gib mir alle Tempchen. Zustand. Er will dich sehen. Vielleicht können wir welche umgehen. Er will dich sofort sehen. Schade. Das ist kein R. Scheiße. Schade. Ich habe eigentlich das falsche. Ich sage nicht dieses Wort. Fängt es schon wieder an, Scheiße oder was? Nein, ist gut. Ich habe es falsch ausgewählt. Yay. Ich wollte es gar nicht haben. Wie kannst du sowas sagen? Oh, ich könnte noch mehr sagen. Ich habe heute die Menge Flachwitze gelesen. So, tschüss, Umschi. Umishi. Umschi. 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 Uschi. Uschi ist das. Also, wenn ich ein Weibchen kriege, dann ist es Uschi. 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 Erst müssen wir aber das Viech mal finden. Ja, wahrscheinlich muss so. Komm schon, bringt ein Vogelwasserviech raus. Okay. Kacken. Du nimmst Swally, ich nehm Kacko. Okay. Moment. Nein. Naja, muss ich doch das andere nehmen. Obwohl, ist ja echt egal. Ich glaube, das zieh ich eh nicht viel ab gerade. Jupp. Au. Weißt du, da wechsle ich endlich dieses Elektroviech zum Beginn ein und was passiert? Die haben keine Viecher, wo dazu passen. Das ist doch traurig, ey. Quietsch, quietsch, quietsch. Ich muss leider warten, deswegen auf was wäre sinnvoll zu tauschen? Ich nehme Eddie. Ich glaube, das Kaku war auch empfindlich gegen Gift, war das? Oder war das? Ich weiß es nicht mehr. Das ist sehr effektiv. Ich hach dir ins Gesicht. Schön! Wenn ich das auf mich selber mache, dann springt das nicht über, aber ich hau mich selber um. Hä? Was ist das denn bitte für eine Scheiße? Was hast du getan? Ja, dieser Kettenblitzschlag, da hieß es ja die ganze Zeit, es springt 2-mal im Uhrzeigersinn über. Erstens, das wäre auf mich selber deutlich ineffektiv. Zweitens, hätte er noch weiter springen müssen. Was ist das denn schon wieder für eine Scheiße? Okay, vielleicht darfst du nicht sterben, wenn du dich selbst. Also, erwischt. Entschuldigung, ich hatte
noch fast die Hälfte von meinem Leben. So viel hätte er mir gar nicht abziehen müssen. Oder können oder dürfen oder wie auch immer. Hm. Das ist definitiv nicht so, wie es sein sollte. Ist noch nicht richtig ausbalanciert, vermute ich mal. Ja, aber... Also, sorry, ne? Also, ich bin mit Sicherheit mal nicht die Einzige, die das so überlegt hat. Was für ein Scheiß, ey. Ich glaube, diese Attacke, die mache ich beim nächsten Ding, haue ich die wieder raus, wenn ich was Neues lerne. Ja, ich auch. Weil das ist... Sorry, also... Geht doch. Jo. Tschüss. Aber für 225, besser als gar nichts. Also, was ich noch sagen wollte, ich bin noch leicht verschnupft. Also nicht wundern, wenn ihr abends mal so einen Husten oder so ein Röcheln hört. Hört man mich noch? Ja, man hört mich. Ja. Ich hatte mich kurz gemutet, weil ich husten musste. Da hast du aber einen schnellen Huster gehabt. Ja, ich habe nicht mehr so extreme Huster, halt nur noch so... Dann warst du schon, warte mal. Hallo? Ich will Geld ausgeben. Ja, ich will, du hast selbst gesagt, du willst nicht so viel Geld immer dabei haben. Aber ich könnte mir eigentlich mal einen Beleber kaufen. Ich nicht, dafür habe ich das Geld nicht. Ich hatte 800. Von daher. Ich habe noch 5-mal Salbe gekauft. Ja, ich kaufe mir jetzt auch noch ein paar. Hier. So. Ich glaube, Leber habe ich sogar noch welche. Ich glaube, das Geld wird generell erst etwas später, glaube ich, richtig wichtig, wenn man, ich glaube, züchten soweit will oder soweit ich weiß, sowas. Genau, für die Zucht ist es, glaube ich, wichtig, aber jetzt im Moment, da wir nicht züchten wollen und nicht züchten können oder whatever. Wir müssen ja erstmal vorwärts kommen hier, ne? Genau. So, sind wir richtig noch? Ja, sieht so aus. Flupp. Geleber. Oh, geil, passt. Perfekt. Oh, das sind Zellen. Vergangen wir, das ist ein Knast. Was? Hä? Nochmal, ich weiß nichts von... Ah, du bist das Agonist. Endlich etwas Glück. Was machst du denn hier? Ich hab mich hier etwas nach dem Surfen entspannt und dann kommt diese Frau vorbei mit einer ganzen Truppe an Lakaien und fragt nach irgendeinem verborgenen Schatz. Und aus dem Nichts haben sie mich umzingelt und mich in diese Zelle hier geworfen. Ach, da steht die, jetzt sehe ich die erst. Ich habe gehört, wie ihre Untergebenen sie Lady Lottie genannt haben. Lottie? Also doch einen bekloppteren Namen. Ich habe keine Ahnung, wer sie ist, aber das ist vollkommen inakzeptabel. Sie muss irgendwo auf den oberen Stockwerken sein. Ihre Leute durchsuchen die gesamte windgewandte Festung nach dem Schatz, von dem sie die ganze Zeit redet. Sie hat bestimmt den Schlüssel zu diesem Käfig. Du musst ihn irgendwo bekommen und mich befreien. Und sei vorsichtig mit dieser Lady Lottie. Sie kann gut mit ihren Temtem umgehen. Ja. Wo steht die? Ach, da! Ja! Gottchen. Ja, wahrscheinlich setzt diese Lotti ihren Kettenblitz ein und... Da stand jemand, habe ich nicht gesehen. Ach so, das war solche Viecher. Wahrscheinlich setzt diese Lotti Kettenblitz ein und der funktioniert dann richtig. Wahrscheinlich, ja. Weil wenn ich den Kettenblitz auf die nehme, dann kriegst du aufs Maul. Also wieso krieg ich vor allem, ich bin gegen Strom eigentlich unempfindlich. Warum krieg ich selber von Strom aufs Maul? Das verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. So ein Scheiß, ey. Ah! Da zieht's böse. Steil. Steil. Ich trete den anderen jetzt nur noch. Flup. Ich habe nichts mit Kohlensäure getrunken, aber ich muss als aufstoßen. Das ist ja, das geht mir die ganze Zeit auch so. Ich habe nicht mal an Plünderer gedacht. Das war super. Ich habe nicht mal an Plünderer gedacht. Ja, ich weiß. Ich auch nicht. Das Viech dachte sich bestimmt auch. Hey, Edge für Badge. Und ich darf noch Ewigkeiten warten, bis dieses Vieh jemals... Ja.
dauert für mich persönlich auch ein bisschen arg lange. Ich fühle. Oh, Salbe mal. Plus. Yay. Hast du? Warte mal. Ja, ich will nur eben was wechseln. Deine Buchse? Ne, die ist schon vollgeschissen. Ich will ungern eigentlich Dark aus dem Team nehmen. Ach komm, lass es jetzt mal so, wie es ist. Ja, komm, weiter. Oh. Ja, komm, sei still. Laber mich nicht voll. Ich hab besseres. Aber das ist auch wichtig für die Story. Was, Schmarsee? Ach so, das ist dieses komische Kampfding. Ich glaube, dem musst du aufs Maul geben, wenn ich das noch richtig weiß. I don't know. Der ist eigentlich Feuer, soweit ich weiß. Jupp. Nee, der ist nicht Feuer, der ist Kampf. Ah. Und gegen mein Kristallviech macht er viel Schaden. Deswegen war ich mir fast sicher, dass du gegen den dann. Au! Oh, Alter! Dem Viech geht's zu gut, ey. Na, ist doch Stufe 18. Ja und? Trotzdem geht's dem Viech zu gut. Ich meine, ich hab bei manchen Dingern doppelt und hab diese ist geil, trotz dass sie irgendwie, keine Ahnung, 5 Level niedriger waren, hat trotzdem noch überlebt. Also von daher. Hm. Arschloch. Du bist schuld, dass ich einen Beleber rausknüppeln darf. Weil jetzt zurücklaufen? Ne. Das ist mir jetzt mittlerweile viel zu weit. Wo ist das denn? Hallo? Im Rucksack. Ja, da. Ach was! Ach was! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ne? So, bitteschön. Schön hinten durch. Ja, die läuft bei mir gerade gegen die Mauer, die eine. Was, diese yeah. Tussi da? Ja, bei mir nee, läuft die hin und her, Vorsicht. Warte mal. Ist da hinten noch irgendwas? Nö. Gut, dann bin ich schon mal richtig. Aber, da, stopp. Was denn? Ja, wow, toll. Toll. Du bist zurück. Die hat bei mir da hinten blöd gestanden. Endlich kommt Hilfe, was? Du musstest noch mal zurückgehen. Du bist ja, schuld. Weil ich gucken wollte, was da noch ist. Du bist schuld. Ja und? 4 Punkte. Ja, aber kostet auch Dingens, ne? Jo, da schrumpft der Gute. Alter. Ja, dann starr mal schön, das darfst du gerne machen. Hauptsache, du haust nicht drauf. Jo. Und tschüss. So. Juhu, okay, fast Level 17. 15. Sag Bescheid, wenn ihr den Kurator drin. Sind die zu dumm hier durchzulaufen oder was? Guck da hinten mal um. Ey, sag mal! Willst du mich jetzt verarschen? Was denn? Ach, da unten. Wow, eine Rauchbombe. Einfach gleich hochrennen, obwohl ich rausgeholt habe. Ich hab das da unten nicht gesehen, dass da noch eine Kiste steht. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Die will uns trotzdem sehen. Guck mal, da ist noch was. So. Aufwacher. Oh, hier ring, ist die Treppe. Ring. Ring, ring, ring. Was? Ring, ring, ring? Stand da bei mir. Ring, ring, ring. Okay. Ach, da ist wieder ein Trainer. Scheiße. Ja, was hast du erwartet? Du bist kein Belsoto. Du bist keiner vom Belsoto-Clan. Kommst du von Dojo? Ja. Ich hoffe es, aber ich kann nicht alleine auf dein Wort verlassen. Zeig mir, dass du kämpfen kannst. Als ob der besser wäre. Als ob der besser ist als wir.
Ich soll von Duden fressen. Na, da haben wir einmal Wasser, um den kümmere ich mich. Ich nehme den neben dran, den Tatro. Weil der ist Kampf, das weiß ich. Klatsch. Piu, piu, piu. Na klar, alles auf mich. Natürlich, wieso auch nicht? So, tschüss. Tschüss, Fidschi. Die Fidschi-Inseln. Ja. Hey, 15. Ganki und Ganki. Ach, du Scheiße. Was war nochmal gegen Strom? Ja, du brauchst mir nicht 150 Mal ins Ohr zu stöhnen. Keine Ahnung. Oh, das ist nicht gut. Tschüss. Tschüss. Uncool, aber ich habe leider nicht wirklich groß. Du weißt, dass der Wasser ist? Ja, uncool, habe ich gerade eben gesagt, oder? Ist keine gute Idee. Ja. Oh, das bin ich nicht. Ich kann eins zu deinem Viecher nehmen können. Kannst du auch gerne tun. Da kann ich nur nichts machen, dann muss ich da darstellen und zugucken. Ja. Ah, Mann. Jetzt kriegst du die ganze Zeit aufs Maul. Jo. Alter, das macht ja voll viel Schaden, ey. Also wir haben hier Level 15 und 16 und wir müssen voll viel fressen. Hallo? Achso, ich muss warten. Ich dachte schon, ich hätte dich gedrückt. Warte. Ja, ich kann. Du könntest übrigens Kettenblitz auf das obere Ganki nehmen, ne? Dann würdest du zwar was abkriegen, aber deutlich weniger, weil du am Schluss dran kommst. Okay. Nur so als Info. Oh, oh, das hat gefetzt. Ja. Du könntest halt wirklich vom Dojo kommen. Warum machen die es uns eigentlich da drin so schwer, wenn die eigentlich wissen, dass dieses komische Team hier drin ist? Was? Du musst auch drücken. Ja, ich. Ich kann nicht drücken, auch wenn ich es gerne machen würde. Nervensäge. Warst du bitte mal? Noch ein Beleber. Leben. Ich glaube, die wissen, warum sie da die Beleber reinschmeißen. Oh, ich bin ein Beleber, oder doch? Oh, meine Nase juckt. Ah, da, Beleber. So. Ah, jetzt mal auf der anderen Seite. Okay. Ah, das ist der komische Vieh. Ich glaube, das ist die Weiterentwicklung, oder? Ja, ich glaube, das ist die Weiterentwicklung von Bruno. Ich glaube, wir müssen hier lang, ja. Ja, hier, wo ich bin. Nee, Scheiße. Da, wo du bist, ist eine Sackgasse. Nein. Auf meiner Karte war jetzt keine Sackgasse da. Okay. Zumindest, wie ich gesehen hatte. Ja, guck. Diese blöden Kackviecher, ey. Die gehen auf den Gang. Vor allem, es kommt ja noch nicht mal was anderes. Es sind immer nur die.
Die Vielfalt in den verschiedenen Gebieten ist umwerfend. Ja, total. Es gibt ja noch einige Sachen, woran noch gearbeitet werden muss, ne? Ja, die sollen mal ein paar verschiedene Viecher auch in die Gebiete reinsetzen und immer nur ein oder zwei verschieden. Das wird mir der Zeit ganz schön langweilig. Ja. Ich nehme mal den, wo du angegriffen hast. Du kannst den mit dem roten nehmen, oder? Das ist egal. Ja, naja, kann ich auch den mit dem roten nehmen. Ha. Tschüss. Diesmal auch kein Plünderer dabei. Sehr interessant. Ja, Gott sei Dank, ne? Warte. So. Wir können. Müssen. Okay. Jupp, haben ja keine andere Wahl. Nope. Ich vermisse immer noch das manuelle Speichern. Ich nicht. Für den einen braucht man einen Vogel. Ich hab keinen im Team. Ich schon. Ich habe keinen im Team. Erstmal den weghauen. Okay. Tschüss. 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 Boah, dieses Kackgift, ey. Sie wurden vergiftet. Kalatsu? Ach so, Dapfi schon wieder. Und nochmal aufs Maul. Greifst du Kalatsu an? Ja. Aber ich werde den mit einem Schlag nicht wegkriegen. Ja, dann greife ich auch an. Ja, bitte. Naja, fast, ne? So klingt er, wenn ich morgens frisch aus dem Bett springe. Ach, das kackt mich schon wieder. Jo, yeah. Level 18. Ui. Oh, warte mal. Telekinese, Schrapnell. Rat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 . Was ist das denn? Ja, dann les mal, was das ist. Was fühlt sich angeblich so an, als würde man sein Hirn mit Stacheldraht kämmen? Okay? Oh, das klingt gruselig. Schon? Ich greife mal den Gang hier an. Hm. Weil wenn das auch so ein Kettenblitz-ähnlichen Dingens ist, dann... Au! Das sieht schmerzhaft aus. Aua! Boah, das ist nicht eine... Oh nein! Scheiße. Das erinnert mich an dieses mit dem Nagel da, das von Nebulak. Hä? Was für ein Ding? Ach, vergiss es. Ich hab's gerade auch akustisch nicht verstanden, aber okay. Ach, dieser Angriff hat mich an so einen Angriff von Nebulak erinnert. Okay. Ja, so ein... Ah, wie heißt der nochmal? Ich kann gerade nichts machen mit dem hier. Dann, ja. Scheiße. Naja, sonderlich viel gebracht hat das jetzt eigentlich auch nicht. Angreifen kannst du sowieso jetzt gerade nicht. Von daher. Nee. So, das sollte jetzt ein Untergang gewesen sein hier. Jo. Bat! Krieg einen Karateschlag aufs Hirn, du. Wir wurden geschlagen. Heul, heul, heul. Warte. Meine schönen Beleber, Alter. Habe ich nicht irgendwo auch Gegengift? Nee, ne? Ach, wegen zwei Runden. Ich glaube, das macht überhaupt keinen Sinn. Hm. Oh. Hattest du nicht gesagt, hier ist keine Sackgasse? Aber hier ist wenigstens was man aufheben kann. Ja, dafür, dass ich jetzt zwei Salben verbraten habe, habe ich gerade wieder zwei bekommen. Yay. Ja, besser als gar nichts. Und es ist zwei Salben plus auch noch. Zwei Beleber wären mir lieberer gewesen.
Dafür, dass ich schon zwei verbraten muss. Besser als nichts. Stell mir vor, es wäre nur Ether gewesen. Trotzdem. Tschüss. Geil. Ist geil. Geil. So, hinten war das. Ne, hier. Hier war das, glaube ich. Oh, was hat denn der für ein Vieh? Ich guck mal. Ja, das sieht aus wie so ein Endivier. Ich glaube, das ist die Weiterentwicklung von deinem dann. Keine Ahnung. Sieht aber nicht aus wie Kristall. Das sieht eher aus wie Natur. Hm. Hallo? Aber der Kopf, die Kopfform ist halt gleich. Ja. Ah, jetzt kommen Strümchen. Bitte den Vogel zuerst. Den hast du ja eh fast tot. Das ist egal. Hauptsache er ist weg. Kreisch. Und jetzt bitte die Krake. Das ist nämlich die Weiterentwicklung. Scheiße. Das langt nicht. Bei weitem nicht. Aber gut, wenigstens macht ihr ein bisschen weniger Schaden. Ja. Macht er. Macht er auch. Hätte der sein volles Potenzial, hätte er wahrscheinlich nur noch ein Strichchen. Oder gar nichts mehr. Oder das. Das arme Ding. Das arme Ding. Hier in den Stall hat jetzt Stacheldraht im Hirn. Oh, das stelle ich mir aber auch echt mega brutal vor. Ja. So, tschüss. Naja, Strom ist nicht besser, aber wenigstens wird er direkt gegrillt, ohne dass er erst irgendwas im Kopf stecken hat. Genau. Es war also tierfreundlich. Ja. So, ja. Moment. Ja, war's. So, erstmal wieder ein bisschen Leben einhauchen. Sind wir jetzt bald endlich mal durch hier? Ja, wir müssen noch zur Chefin. Ja, ich weiß. Wie weit ist das denn noch hier? Denk an Pokémon. Du weißt, wie hoch die manchmal sind. Ja, aber erst gegen Ende, nicht schon direkt am Anfang. Oh, guck mal, es gibt mal... Wow! Ob man flüchten kann? Probier es aus. Tschüss. Ciao. Ich hab keinen Bock zu kämpfen. Ich auch nicht. Da stehen noch genug Idioten rum, die aufs Maul brauchen. Du bist hier der Schurke. Ich bin böse. Blabla. Schlag mich. Oh, Banshee. Ach, das dürfte einfach weg sein. Der kriegt viermal aufs Maul direkt. Von dir, glaube ich, ne? Ja. Ja. Der kriegt direkt mehrfach auf die Fresse. Tschüss. Was? Also, ich habe gar nicht mal gesehen, wie das abgenommen hat. Das war auf einmal weg. Was soll man lebenslang putsch weggehen sehen? Solche Momente liebe ich. Ja. Und nochmal. Und der nächste. Ach Gott. Guck mal, wie viele da noch stehen. Ich glaube, das ist das Finale vom Boss hier. Wahrscheinlich. Pick. Das Kackviech, das einfach nur die Runden in die Länge zieht. Yep. Oh, Level 10. Och, süß. Ich glaube, jetzt kommen nur noch diese kleinen Viecher. Sag das nicht so laut, bitte. Im Moment meinte ich jetzt so. Normalerweise kenne ich das. Wenn es nur ein Viech haben, sind die irgendwie 10 Level höher als du. Das war übrigens auch bei Pokémon so. Weil jetzt kurz vom Boss ist, dass jetzt nur noch diese Level 10 Viecher kommen. Ich würde es begrüßen. Ja. Und da kommt noch einer dahin. Alter. Und wir haben auch gleich 30 Minuten. Das schaffen wir jetzt doch durch. Ich wollte es nur erwähnen. Level 11. Das funktioniert ja nicht. Nehmen wir das. Wow.
Immer dieses scheiß Gift, ey. Lass mich in Ruhe mit dem Kackgift hier. Weißt du was? So, dann stirb lieber. Tschüss. Genau. Bevor du Nägel im Hirn kriegst. Stacheldraht war's ja. Boah, aua. Boah, da krieg ich Kopfweh, wenn ich nur dran denk, ey. 30 jetzt, oder? Ja, wollen wir jetzt. Hier, ja, wir haben noch zwei. Ja, komm. Beim nächsten, in der nächsten Runde genau. Sehen wir, wie es weitergeht. Bevor das es ewig dauert. Ja. Also, bis dann. In der nächsten Folge, wie es weitergeht. Tschüss.